Hallo, du möchtest wissen, wie man Bremsscheiben wechselt, worauf du speziell bei ATE-Bremsen für Mercedes-Benz achten solltest? Diese und weitere Fragen beantworte ich dir in diesem Video und zeige dir Schritt für Schritt, wie du die Bremsscheibe wechselst und was du beim Einbau beachten musst. Ich bin Frank Schmidt und verantwortlich für den technischen Service. Was ist so besonders an der Bremsscheibe von Mercedes-Benz? Die Originalbremsscheibe ist zweiteilig ausgeführt. Der Reibring ist aus Gusseisen und der Topf ist aus Stahlblech gefertigt. Das Blech ist aber nur 2,5 mm stark, weswegen ich in diesem sensiblen Bereich bei der Reparatur und Wartung ein besonderes Augenmerk schenken muss. Übliche routinierte Handgriffe sind bei dieser Bremsanlage zu vermeiden. Hierzu zählt zum Beispiel das Drehen der Vorderachse am Reibring. Mechanische Einwirkungen, wie zum Beispiel mit einem Hammer, sind unbedingt zu vermeiden und sind auch vom Fahrzeughersteller verboten. Wie sieht die ATE-Bremsscheibe für Mercedes-Benz aus? Unsere ATE-Bremsscheibe ist als einteilige Lösung ausgeführt. Sie hat eine ECE-Genehmigung und kann eintragungsfrei als Ersatz für die Originalbremsscheibe eingebaut werden. Unsere Empfehlung ist, die beiliegende ECE-Info ins Handschuhfach legen, dann ist diese Information immer direkt griffbereit. Wie immer bei der Bremsenwartung und der Reparatur gilt, Sauberkeit ist das A und O. Die Zeit für eine gründliche Reinigung der Bauteile muss ich mir gerade bei dieser besonderen Bremsanlage nehmen. Die Radnabe ist metallisch blank zu reinigen. Zähflüssige Schmiermittel sind in diesem Bereich tabu. Beachte ich dies nicht, ist die Folge ein übermäßiger Seitenschlag der Bremsscheibe. Wird unsere ATE-Bremsscheibe eingebaut, ist der Nut in der Radnabe eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen, da unsere Bremsscheibe die gesamte Kontur der Radnabe ausnutzt. Für unsere Bremsscheiben gelten die gleichen Handhabungsregeln wie für die Originalbremsscheibe. Um euch die Mechaniker zu unterstützen und eine Beschädigung der ATE-Bremsscheibe beim Einbau zu vermeiden, hat sich unser Techniker-Team diese besondere Fixierschraube einfallen lassen, welche unseren Bremsscheiben beiliegt. Unsere hitzebeständige Kunststofffixierschraube verhindert, dass bei einer unbedachten Handlung wie dem Drehen der Vorderachse der Topf der Bremsscheibe beschädigt wird. Der Kopf der Schraube ist so ausgelegt, dass dieser vor einer Beschädigung der Bremsscheibe abschert. Nach der fachgerechten Reparatur der Bremsanlage ist zu beachten, dass der Einsatz eines Schlagschraubers zur Befestigung der Felge verboten ist. Der Fahrzeughersteller schreibt hier eine besondere Vorgehensweise vor. Der Anzugsprozess ist in drei Schritte eingeteilt. Erstens, das Fahrzeug ist unbelastet. Die Felge wird mit 20 Newtonmeter angezogen. Zweitens, das Fahrzeug ist unbelastet. Die Felge wird mit 75 Newtonmeter angezogen. Und drittens, hier kann das Fahrzeug belastet sein und dann wird die Felge auf das fahrzeugspezifische Anzugsmoment angezogen. Woher bekomme ich diese Informationen, wenn ich mir unsicher bin, was zu tun ist? Unsere Continental-Hotline hilft bei Fragen rund um unsere Produkte gerne weiter und steht per Telefon, Mail oder auch Chat gerne zur Verfügung. Die Kontaktinformationen findet ihr auf unserer Homepage und natürlich in unserem Extranet. Noch mehr How-To-Videos speziell zum Thema Bremse findet ihr, wenn ihr hier klickt. Abonniert einfach unseren Kanal. Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Video.